Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Revelations. Im letzten Part haben wir den Boss besiegt und den ehemaligen Kommunikationsoffizier haben wir besiegt. Und weil wir so cool sind und jetzt den Rettungsringschlüssel haben, können wir jetzt zurück zum Promenadendeck und zum Notfallkommunikationsraum laufen. Und genau das tun wir jetzt auch. Und ich hoffe, dass ich den richtigen Weg gehe, aber ich glaube schon. Doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, hier sind wir hergekommen. Lag hier noch Munition? Nein. Irgendwas anderes? Auch nicht. Okay, wir haben noch 3 grüne Kräuter. Wow, das ist ja... Hoffentlich funktioniert die Ausrüstung hier auch. Quasi wie Luxus. So, gehen wir mal wieder zurück durch die Ladetür. Einfach, weil wir es können. Und wir tanzen ein bisschen. Vor und zurück und dabei drehen und vor und zurück und dabei drehen und so weiter und so fort. Und jetzt ist die Tür offen. Nee, doch noch nicht. Aber jetzt. Okay. Gut. Dann auf ein neues. Hinter diesem Uhrpendel-Dings. Müsste es sein. Da hat jemand übrigens die Scheibe eingeschlagen. Jetzt müssten wir dieses Schloss öffnen können. Ja, wunderbar. Und wir können nochmal tanzen. Nö, können wir nicht. Raymond! Sieht aus, als wären wir beide zu spät. Wovon redest du? Ignorante Kreaturen, die nicht von uns wissen. Hey, kommt mal her. Jetzt ist Zeit zu reden. Schaut. So soll ich dann schmerzende Wunden mir wieder aufreißen, deren bloßes Angedenken noch ehe ich davon lebe. Unser maskierter Freund. Doch dient mein Wort zum Samen, daraus dem frechen Verräter Schande sprießt, die ich speise. Reden und weinen werdet ihr sehen zusammen. Ich weiß nicht, wer du bist und wie und warum du hier herunterkommst. Wir können die Welt verändern. Das ist der Theabis-Virus. Wir können damit ein Fünftel des Wassers der Erde infizieren. Guppies in Haie. Ruhe. Und selbst ein Kind kann erraten, was danach passiert. Wir sind Veldrum, rachsüchtige Boten aus den Tiefen des Infernos. Das ist also unser Mann. Ich wusste, es ist Veldrum. Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Alle Hoffnung fahren. Er zitiert Dante. Schicken Sie ein Team zum Balkon-Mocky-Flughafen. Suchen Sie nach einem Hinweis auf dieses Schiff. Ja, habe verstanden. Ich schicke Quint und Keith. Was? Los, ihr zwei. Macht euch bereit. Oh, ich hasse Schnee. Dann trag lieber deine warmen Schlüpfer ein. Ihr müsst so viel wie möglich über Veltro herausfinden. Gar nichts. Ich dachte, das Mittelmeer wäre wie ein großer See. Hab Geduld. Ein Schiff auf dem Meer ist sowas wie die Nadel im Heuhaufen. Meinst du wirklich? Aber das löst nicht unser Problem. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Wir finden dich, Jill. Das verspreche ich. Und da klingelt das Telefon. Moment. So, da sind wir wieder. Und Episode 3, Veltros Geister. Hätten wir damit abgeschlossen. Und diesmal mit einer richtig guten Wertung. Mit einem Doppel-S.
Zumindest in Episode 3.2, was auf einen AA hinausläuft. Und cool, ich habe ein Achievement. Besiegen Sie 150 Feinde und dafür gibt sie PC-356. Kenne ich selber noch nicht, die Knarre. Cool. Diesen Raubzugmodus freigeschaltet. Ja, den hatte ich schon mal freigeschaltet. Danke. Ob wir den machen, werden wir dann noch sehen. Da könnt ihr auch einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt. So. Gehen wir in Kapitel 4. Sehr bei Resident Evil Revelations. Raymond, du bist es doch, oder? Noch Schmerzen, Kadett? Nein, ich kann noch kämpfen. Guter Mann. Du hast wohl an alles gedacht. Aber selbst die FBC wird bei dieser Sache nicht alles verschleiern können. Überlass dem Himmel, Gerechtigkeit zu üben. Genauso wie in Raccoon City. Herr Agrigio ist ausgelöscht. Sieht aus, als wären wir beide zu spät. Hey, kommt mal her. Schaut. Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Alle Hoffnung fahren? Er zitiert Dante. Wir finden dich, Jill. Das verspreche ich. Ja. So viel nochmal als kleine Zusammenfassung. Und wir gehen in Episode 4, der wiederkehrende Albtraum. Entschuldigt, wie ich am Anfang der Session schon gesagt habe, ich bin echt krank. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr. Gut, jetzt könnte der Ladevorgang endlich mal zu Ende gehen. Ja. Verdammte Terroristen! Wir hatten diese Bastarde doch erledigt. Dann habt ihr wohl ein paar übersehen. Und die sind auf dem Schiff. Und jetzt wollen sie mit dem Virus noch einmal angreifen. Sie wollen alles über Terra Gritia wissen. Und sie wollen Rache. Jo. Jill, sieh mal. Das ganze Schiff ist ohne Strom. Das Schiff läuft auf Notstrom. Aber das Nachrichtensystem braucht den Hauptstrom. Wir müssen den Maschinenraum reaktivieren. Aber das wird nicht einfach. Naja, dann gucken wir doch einfach mal. Aber vorher lesen wir uns diese Notiz hier durch, die Sicherheitsanweisung. Da dieses Schiff bereits in einen Unfall verwickelt war, sind die Sicherheitsstandards höher als im Gesetz für Sicherheit vorgeschrieben. Die Mannschaft muss dieses Handbuch lesen und sich den Inhalt für den Notfall gut einprägen. Erstens, die Queen Zenobia verfügt über zwei besondere Energiegeneratoren. Sollte der Hauptgenerator ausfallen, sorgt der Reservegenerator im Kielraum für Ausgleich und versorgt das gesamte Schiff mit Reserveenergie. Zweitens, dieses Schiff verfügt über vertikale Schotten, die im Falle einer Flutung automatisch Wasser umleiten. Im Notfall können die Schotten über das Kontrollsystem im Kielraum gesteuert werden. Dieses System funktioniert auch dann, wenn es kleinere Schäden erlitten hat. Ja, dann hoffen wir mal, dass die Schäden nicht allzu groß sind. Was haben wir hier? Ja, Kommunikationssystem wurde zerstört. Okay, dann finden wir hier noch ein bisschen Schrotgewehrmunition. Noch ein bisschen Gewehrmunition. Eine Granate. Ja. Nur leider keine Kommunikation im Notfallkommunikationsraum. Also gehen wir doch einfach zurück. Ganz ehrlich, für diesen einen Raum hast du gerade so lange laden müssen. Das ist echt unfassbar. Ja. Und dann gucken wir doch mal, ob wir nicht doch ein bisschen Strom hier in das Schiff reinkriegen. Wünschenswert wäre es. Aber erstmal müssen wir warten, bis dieses Rad sich zu Ende gedreht hat. Ah, Raymond. Hi. Hier, das könnt ihr vielleicht brauchen. Wie ihr schon sagtet, ihr braucht dringend Strom. Damit haben wir auch den Ankerschlüssel. Mit dem Schlüssel kommt ihr ins Casino im ersten Stock. Dann findet ihr einen Lift, der euch in den Kielraum bringt. Aber zuerst müsst ihr mir etwas sagen. Ihr habt hier keine anderen FBC-Leute gesehen, oder? Ich erreiche meine Partnerin Rachel nicht. Verdammt. Ich habe nichts von ihr gehört, seit sie zum Kielraum gegangen ist. Okay. Nein, wir haben sie definitiv nicht gesehen. Aber vielleicht werden wir sie ja finden. Gut, das heißt, wir müssen in die erste Etage. Sollen wir nach dieser Rachel suchen?
Können wir, aber erst nachdem wir den Strom wieder eingeschaltet haben. Oh. Backe. Ja. Meine Erinnerungen geben mir gerade was mit auf den Weg, was nicht so schön ist. Ja. Kann man nichts machen. Hier wollen wir nicht hin. Nein. Wir haben hier so einen gelben Punkt auf der Karte. Aber ich glaube, dafür müssen wir hier hochrennen. Ist das gut? Was steht denn hier auf dem Solarium? Nee, Solarium wollten wir nicht hin. Wir wollten zum Casino. Ach Mann, ich verirre mich hier immer. Am besten, wir gucken einfach mal auf die Karte. Dann habt ihr es auch mal gesehen. Das war der falsche Knopf. Gehen wir ins Menü und dann haben wir hier die Karte. Das Ziel ist ganz unten. Alles klar. Also wieder nach unten. Mein Gott. Und ich nehme auch noch den längeren Weg. Super. Ja. Die Karte ist ziemlich cool gestaltet. Ist so ein bisschen wie in Metroid Prime. Also in der Tat sehr übersichtlich, trotz 3D-Modellierung. Nur halt in Groß und HD. Finde ich gut. Mit der Karte komme ich eigentlich recht gut klar. Die zweite Karte ist natürlich auch schön, die man auf dem Gamepad hat. Die kann ich euch leider nicht zeigen. Es sei denn, ich würde mit meinem Handy ein Foto davon machen und euch das Foto dann irgendwie mal als Anhang in ein Part reinbringen. Weiß ich nicht. Okay, gut. Casino. Hier wollen wir hin. So, damit kommen wir auch mit dem Ankerschlüssel rein. Und wir haben wieder so einen tollen Laderaum. Ja, das hier ist so das, der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Schiffes. Hiermit kommen wir in die einzelnen Bereiche und ja, jeder Bereich muss einzeln geladen werden. Und das hört sich echt ganz abgefahren an, weil der Laser dafür in der Wii U die ganze Zeit hin und her fährt. Als würde der sich hier 10 Millionen kleine Mini-Dateien irgendwie zusammensuchen. So, jetzt ist aber langsam hier mal gut, oder? Komm. Komm schon. Danke. Oh. Ganz schön dunkel hier. Drücken wir doch einfach mal diesen Knopf. Der Strom ist ausgefallen. Ja, super. Drücken wir halt nicht den Knopf. Was haben wir hier? Bericht des Casino-Angestellten. Ich habe endlich entdeckt, wie man das Sicherheitssystem des VIP-Raums überbrücken kann. Der Raum ist für Bonzen reserviert. Deshalb wollte ich mal nachsehen, was da drinnen vorgeht. Es ist so einfach. Man muss nur das Casino-Mädchen an der Tür mit genug Münzen versorgen und schon sind alle Sicherheitsvorkehrungen ausgeschaltet. Entscheidend ist das richtige Gewicht. 107 Gramm. Ein kleiner Preis für den Eintritt zum VIP-Raum. Okay. Und damit ist wahrscheinlich diese Dame gemeint und wir brauchen 107 Gramm. Mit dem Schalter kann ich den Strom wieder anschalten. So, klingt nach einem Plan. So, das sieht doch deutlich freundlicher aus. Da gibt es sogar Casinos. Ja, ich war auch schon mal in so einem Schiffscasino. So, jetzt können wir aber den Knopf drücken. Ja. Oh. Mist, es ist infiziert. Pass auf. Das war nicht so cool. Die waren auf dem Video. BOW-Fische. Die werden uns... Was geht denn mit dir ab? Ich nehme an, das hört ihr gerade. Meine Katze ist gerade voll abgegangen. Sie hat bis gerade geschlafen und dann fing sie so an rum zu miauzen. Vielleicht hat sie irgendwas Kaputtes geträumt oder so, ich weiß es nicht. Okay, hier haben wir eine Munitionstasche. Das ist sehr gut. Damit können wir mehr Munition für die Pistole tragen. Können wir da nochmal drauf drücken? Nee, natürlich nicht. Okay. Gut, wir müssen jetzt irgendwo Geld finden. Und ich weiß nicht mehr, an welchem Automaten es war. Ich glaube, man erkennt den aber. Der hier? Grünes Kraut. Nee. Hier ist noch ein Fisch.
Stirb. Endlich ist es etwas ruhiger. Eine Münze. Okay, ich glaube, diese eine Münze reicht nicht. Ich glaube, wir brauchen da noch ein bisschen mehr. Aber wir können es ja nochmal versuchen. Vielleicht wiegt diese Münze ja auch genau 107 Gramm. Stopp. Nee, wir haben nur genau eine Münze. Das reicht uns leider noch nicht. Du willst noch eine Münze? Ja. Und ich weiß auch, dass es irgendwo hier Münzen gab. An irgendeinem dieser Automaten. Eigentlich sollte man den auch erkennen. Müsste doch der hier sein, oder? Kriege ich damit mehr Münzen? Sowas hätte ich gern zu Hause. So. Plop, plop, plop. Jackpot. Nee, nicht Jackpot. Wir bekommen eine Münze zurück. Jackpot. Einen Haufen Münzen aufgenommen. So. Das ist gut. Aber dass Jill keine Münzen dabei hat, das finde ich jetzt auch schon eher waghalsig. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie 107 Gramm zusammenbekommen. Das ist schon mal Käse. Das ist auch Käse. Machen wir so. Nee. Ach Mann. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. So. Das sind 107 Gramm. Und, okay. Ja, da müssen wir einfach die Münzen ein bisschen zusammenklicken hier auf dem Gamepad. Nichts Großartiges. So. Und damit sind wir hier im nächsten Raum. Wir haben gerade gesehen, das Spiel hat gespeichert und die Zeit für den Part ist dann auch schon recht weit fortgeschritten. Deshalb werde ich für hier den Part beenden und damit auch die Session. 8 Parts Resident Evil Revelations im Kasten, yay. Weiter geht's im nächsten Part. Da werden wir dann versuchen, den Strom wieder ans Laufen zu kriegen. Und vielleicht auch rausfinden, wer Rachel ist. Wer oder was Rachel ist und wieso Rachel ist. Okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin sage ich, keep gaming. Und ja, ciao.